Ja, ich grüße euch zum nächsten Single-Orakel für die Zeit vom 19. März bis zum 1. April 2018. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, nachdem es wirklich so nette Resonanz gegeben hat von euch zum letzten ersten Single-Orakel. Habe ich mir gedacht, dann mache ich natürlich noch eines gerne, eben jetzt wieder für 2 Wochen im gegengesetzten Rhythmus zu meinen Dual- und Liebesorakeln, eben für die Singles, aber es geht bei mir nicht nur um die Liebe, es geht um allgemeine Themen. Und da ich weiß, dass viele von euch auch Lenormand-Karten legen lernen wollen, habe ich eben vor vielen Jahren, es sind schon einige Jahre, angefangen mit den Lenormand-Karten die Orakel zu legen, um eben auch mein Wissen weiterzugeben. Ich deute halt sehr intuitiv. Auch das große Kartenblatt, also sicher vieles anders als bei manchen im Buch, wie es im Buche steht. Ich habe ein paar Kombinationen übernommen, so ein bisschen halt die Legung, also die Deutungsmöglichkeiten, aber im Großen und Ganzen deute ich halt sehr intuitiv, aber deswegen habe ich mir eben gedacht, ich zeige, wie ich so deute. Ja, also das Single-Orakel ist eben, wie gesagt, für Singles. Natürlich kann man es auch anschauen, wenn man in einer Beziehung ist. Aber ich möchte es eben als Pendant quasi zu meinen Dual-Seelen-Orakeln machen. Es kann natürlich nicht auf jeden zutreffen. Ist halt für eine große Masse, die auf YouTube zuschauen. Und also vielleicht passt es dann beim nächsten Mal für dich, wenn es jetzt nicht passt. Okay, wie gesagt, ich schaue nicht nur auf die Liebe, sondern ich schaue einfach auf alle Themen. Das mache ich auch in meinen Dualseelenorakeln eigentlich, weil es ja immer um uns geht, ne? Letztendlich um das, wie es uns geht. Natürlich will man bei der Liebe halt was über die Liebe wissen und um den Partner, aber es geht natürlich auch um deine Entwicklung und auch als Single, auch wenn man zum Beispiel unbedingt jemanden haben möchte, es geht immer letztendlich oder in erster Linie eigentlich um dich. Und dann fangen wir mal an. Also ich deute es jetzt so, wie ich ein großes Kartenblatt deute. Es ist sozusagen ein Rundumblick. Ja? Und es ist jetzt so, dass ich alles von der Frauenkarte aus deute, weil halt doch ein Grand, dass Zuschauerinnen sind, und wenn du ein Mann bist, dann bitte ich das einfach wirklich für dich umzudenken. Das ist die Partnerkarte, egal ob jetzt dein Partner, Partnerin oder Partner ist, auch hier bitte einfach umdenken, und weil sonst wird es einfach wirklich zu kompliziert, also fühl dich bitte auch herzlich angesprochen, wenn du ein Mann bist und nicht jetzt von der Frauenkarte. Nehmen wir einfach jetzt die Frauenkarte als Hauptpersonenkarte. Normal ist es natürlich umgekehrt, wenn man jetzt auf jemanden einzeln legt, ne, und du bist ein Mann, dann deute ich natürlich hier, aber weil es eben ein Kollektivorakel ist, deute ich es halt für, so. Okay, also ich fange auch immer mit der Hauptpersonenkarte an und schaue mal, was da herumliegt, Sprich, was ist jetzt so die nächsten 2 Wochen dein Thema? Jetzt liegst du natürlich hier am Rand, wo uns schon ein paar Karten rundherum halt fehlen. Die Karte oder die Frau auf dem Bild schaut ja eigentlich auch aus dem Bild irgendwie heraus. Das deuten auch viele Kartenleger oft als, ich habe mal gehört, so als Davonrennen. Ja? Am liebsten würde man aus dem Bild davonlaufen. Ich sag aber mal, da recht gute positive Karten rundherum liegen, würde ich jetzt, das ist eben dann immer so eine Gefühlssache, warum ich nicht gerne nach Buch und Anleitungen deute, weil natürlich, da sagt man auch, die Karte gibt quasi nicht genügend Auskunft, weil ja hier eben dann die Karten fehlen, aber eben, wie gesagt, es ist durchwegs positiv, bis auf hier die Mäusekarte, und deswegen würde ich das in dem Fall jetzt nicht so deuten, dass du jetzt gerade am Davonlaufen bist. Ja, vielleicht auch, doch, kann natürlich sein, aber von der Deutung her würde ich nicht so sagen. Du hast in deinem Kopf die Hundkarte liegen. Das ist natürlich für mich die Freundschaften, in erster Linie Freundschaften, Treue. Kann auch für ein Team stehen, für mich jetzt, wenn es bei der Berufskarte zum Beispiel liegt. Hier liegt auch das Kind. Also es kann natürlich sein, dass du momentan irgendwie eine neue Freundschaft beginnst, dass du da jemanden im Kopf hast,
wo du merkst, ja, da entwickelt sich wirklich eine schöne Freundschaft für dich, ja, weil hier liegen ja auch die Blumen und die Blumen sind der Genuss und die Freude auch für mich und hier liegt die Hauskarte, also das ist schon so dein Umfeld, ja. Es kann auch sein, dass du einfach mit deinen Kindern, weil die Kindkarte steht ja auch für die Kinder, das können auch die erwachsenen Kinder sein und wir haben ja hier auch den Reiter, den deute ich immer so als jungen Mann. Entweder als jungen erwachsenen Mann oder als Teenager-Mann sozusagen, ja. Also es könnten auch hier deine Kinder sein oder eins deiner Kinder bekommt ein Kind, weil hier ist die Schwangerschaftskombi. Es gehört nochmal auch die Lilien dazu, also es liegt so ein bisschen verstreut, ja. Vielleicht erfährst du hier etwas, ja, was du bis jetzt noch nicht erfahren hast. Sollten deine Kinder schon in dem richtigen Alter sein dafür, ja. Kann auch sein. Also es dürfte sich irgendwas in dieser Woche bei dir handeln, also in diesen 2 Wochen, bei dir handeln ums Thema eigene Kinder also familiär etwas, dass hier irgendwas los ist, ja, mit den Kindern, Freundschaften, Neubeginn, ja, weil der Storch steht ja auch immer für die positiven Veränderungen und du hast hier den Baum, das heißt, entweder ist mit deinen Kindern eben irgendwas längerfristiges, ja, eigentlich doch Positives oder eben mit der Freundschaft, die da beginnt. Es liegt hier die Mäuse, ja. Es ist der Reiter ja auch für die Nachrichten. Es kann sein, dass du irgendwelche Nachrichten nicht bekommen hast. Aber das dürfte sich alles gut lösen, weil mit dem Baum und mit dem Schlüssel ist das für mich also trotzdem sehr, sehr positiv, ja. Wie gesagt, vielleicht erfährst du etwas, was du bis jetzt noch nicht erfahren hast, ja. Lassen wir uns überraschen, ja. Dann schaue ich auch immer auf die Eckkarten, ja. Mit den dazugehörigen umliegenden Karten, ne. Prinzipiell Eckkarten haben wir Blume, Schlange, Wolken und Störche. Die Wolken schauen ins Bild rein. Die mich lang kennen, ihr wisst, ich deute nicht immer die Seiten, wie gesagt. Ja, das ist halt eine Gefühlssache. Hier liegt aber auch das Geheimnis drauf, was ja meistens nicht so schön ist, obwohl Buch kann auch für Lernen und Lernen stehen. Es könnte sein, dass hier das auch mit einer entweder Freundschaft zu tun hat. Weil die Blumen und die Schlange steht ja für die Mutter, kann für eine Schwester stehen. Hier ist aber die Beziehungskarte, also würde ich schon sagen, es ist eine Beziehung zu einer Frau, es ist jetzt nicht Liebesbeziehung, ja, kann es auch sein, aber zu einer Schwester, zu einer Freundin, ja, was eigentlich gut liegt, ne, mit den Blumen, aber hier die, ja, Geheimniswolken und da wieder die positiven Veränderungen mit den Stärken. Also vielleicht kommt eine Freundschaft, Freundin zurück, ja, ist hier der Neubeginn, weil an der Beziehung liegt ja die Wolken und der Sarg, ne, also da war schon irgendwas Belastendes, würde ich sagen. Also auch wieder so das Thema Freundschaften, Bekanntschaften, wie gesagt, eventuell auch familiär, wobei dann müsste eigentlich auch die Lilien bei der Schlange liegen, dann ist es für mich die Mutter oder Schwester, also schon eher, ne, würde ich sagen, hier die Freundin. Was das andere sein kann, die Schlange steht auch für die Umwege und wenn wir hier die Blumen haben, übrigens auch die erste Karte, also die erste Karte ist für mich immer die wichtigste Karte, ja, und hier haben wir die Blumen liegen, also es erwartet dich in den nächsten 2 Wochen ein Geschenk, eine Überraschung, etwas Schönes, etwas Positives, ja, etwas Kreatives, etwas, das dich freut und das da in deinem Haus, in deiner Wohnung, also da ist irgendwas passiert hier in deinem Umfeld. Vielleicht machst du auch deine Wohnung schön oder dein Haus, renovierst du, ja. Kann natürlich auch sein, du bist kreativ, ja. Wenn wir es jetzt eben weiter betrachten, kann eben hier etwas Kreatives, etwas Schönes, etwas Tolles passieren. Mit deiner Frau, durch eine Frau oder eben es wird wieder etwas gut mit einer Frau in deinem Leben. Kann natürlich auch sein. Und hier hast du eben das Schöne, die Blumen sind immer das Schöne, das Tolle, das, ja, wie gesagt, ja, Angenehme als Überschrift und das zu Hause mit dem Neubeginn und mit der Hundekarte, also das ist schon mal super, das freut mich total für dich. Ja, also das mal zu den Eckkarten, es gibt natürlich sicher auch noch viel mehr Deutungen, aber ich deute halt immer das, was ich reinkriege, was ich sehe, was ich als wichtig empfinde und ich kann natürlich hier das Kartenblatt jetzt nicht auf 100 Leute ausdeuten, auf verschiedene, ja, damit dann, weiß ich nicht, 4, 5, 6.000 Zuschauer irgendwie befriedigt sind, ja, es geht nicht, ich kann nur immer Themen rausholen, ja, die ich sehe, die mich anspringen. Was ich halt auch sehr interessant finde, wir sind hier im Single-Orakel, ja, also, du hast hier das Herz, du hast hier die Bindung, die Bindungskarte und hier liegt der Berg und hier liegt der Sarg, ja.
Du hast aber auch die größte Glückskarte am Herz, ja, an der Liebeskarte. Du hast ja auch noch einen Stressling, ja. Du hast hier, für mich ist das etwas Altes, eine alte Blockade. Kann auch sein, dass dir jetzt irgendwie in den nächsten 2 Wochen alte Themen, ja, mit der Sarg, also der Sarg ist für mich die Transformation, aber hier haben wir auch das Karmische dran, ja, und da ist der Bär, also die Karte für einen Mann, ja. Dass du ein altes Trauma hast, etwas Altes, was in dir ist, entweder aus diesem Leben, aber auch aus einem alten Leben, was dich behindert einfach an der Beziehung, ja. Hier sind die Verwicklungen. Vielleicht sind deine Beziehungen immer alle schwierig gewesen, umständlich. Aber auch die Schlange steht für die Heilung. Heilsam im Endeffekt. Alles, was uns Schwierigkeiten macht, was uns wehtut, ist auch immer Heilung, ja. Vielleicht heilt jetzt hier dein Thema, dein Beziehungsthema aus eben einer alten Erfahrung. Es kann der Bär, steht auch für den Vater, ja. Vielleicht ist auch schon deine Vaterbindung sehr schlecht gewesen und dich belastet es. Und immer wieder, wenn du einen neuen Mann kennst, kommen immer wieder die Vaterthemen hoch, ja. Also auch hier, aber das finde ich nämlich sehr schön mit der höchsten Glückskarte, ja. Und die Wege, die Entscheidungen, was die Beziehungen betreffen, vielleicht triffst du jetzt Entscheidungen. Vielleicht sagst du jetzt, ne, das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen, vielleicht bist du angehender Single, ja, weil du einfach deine Beziehung jetzt wirklich schon aus dem, Entschuldigung, wenn ich das so sage, letzten Loch pfeift, ja. Und du sagst, jetzt habe ich aber genug, ja. Und hier zeigen sich aber deine Themen. Aber hier heilst du auch, ja, mit der höchsten Glückskarte. Und die Fische stehen nicht nur für das Geld, sondern auch, ja, aber auch für die Seele. Und was haben wir hier dran? Wieder den Mann, ja. Also es kann auch sein, dass du dich zwischen 2 Männern, du bist Single, weil du dich nicht entscheiden kannst, ja. Es gibt 2 Männer in deinem Umfeld, aber du kannst dich nicht entscheiden, ja. Vielleicht dann triffst du jetzt Entscheidungen, beziehungsweise macht dir einer von den beiden, es leichter, dich zu entscheiden und es leichter, in eine Beziehung wieder zu gehen, ja. Vielleicht hast du auch wirklich Bindungsängste, bist, wie man so schön sagt, schön ist es echt nicht, beziehungsgeschädigt und willst eigentlich gar nicht mehr, ja. Aber es spulen trotzdem ein paar Männer in deinem Umfeld um dich, ja. Und du denkst dir, ne, wenn ich mich jetzt einlasse, dann kommt wieder dasselbe, ne. Natürlich sind die Themen immer wieder ähnlich, ja, man kriegt das immer wieder, also wenn man in einer Beziehung ist, immer wieder Lernthemen, das wissen wir, das kann man nicht abstreiten, aber was halt schön ist, du heilst auch, ja, also mit dem Sarg ist auch die Heilung, also mit der Schlange die Heilung, ja. Ja, wie gesagt, Männerkarte, also wir haben das Geld und den Mann, was ich auch interessant finde, oder beide Männer, ja. Also es kann auch sein, dass in deinem Leben, wenn du jetzt wirklich ganz Single bist, ja, und jetzt auch noch niemanden kennst und nichts weißt, ein Mann auftauchen mit Geld, ja, was ja so nicht so schlecht ist, ja. Ich glaube, da haben wir alle nichts dagegen, weil hier, also wow, ja, die Linie hier ist der Hammer. Also wenn jetzt ein Mann in dein Leben kommt, du bist Single und da kommt einer, dann dürfte der Geld haben, es kommt ganz plötzlich, ja. Es kommt auf dich zu, ne? Also das Schiff ist hier in Fahrt, ja, auf deine Liebeskarte. Also da, ja, wäre natürlich nicht schlecht, ne, wenn man ein bisschen ein sorgenfreieres Leben hat, ja. Vielleicht warst du jetzt auch wirklich lange Single und warst auch nicht so finanziell jetzt, ja, gut drauf. Dann, ja, könnte sich das jetzt durch eine Partnerschaft ändern. Ich weiß, viele Frauen sagen, na, ich will mich da nicht in Abhängigkeiten begeben und ich will da nicht, ne, so... Aber wenn es kommt, bitte genieße es, ja, weil es liegt gut da, ne. Ich meine, du musst eben Entscheidungen treffen, du musst Ängste ablegen, aber das wird, ja. Auch dein Beruf liegt schön, also du hast hier eigentlich die Selbstständigkeit liegen, die Führungsposition. Und das ist eigentlich für mich immer so der Familienbetrieb, ne. Vielleicht bist du in einem Familienbetrieb, vielleicht kriegst du jetzt das Angebot, in deinem Familienbetrieb oder mitzuarbeiten, das liegt super, da liegt das Glück drauf. Und auch hier liegt der Mann, ja, und hier geht die Falschheit raus, die Zweifel und Ängste. Vielleicht willst du auch mit einem Mann was machen, ja, vielleicht ist irgendwas, hast du irgendwas vor mit einem zukünftigen Partner. Oder du lernst über den Beruf den Partner kennen, ja. Vielleicht kommt jemand in dein Umfeld, vielleicht bist du selbstständig und da kommt jemand mit Geld und der wirklich hier, also das höchste Glück, ja, liegen hat mit dir. Also das schaut super aus, ja, und das würde mich wirklich sehr freuen für dich, ja, wenn da hier irgendwas in die Wege kommt, ja. Ja, dann will ich euch, so wie ich es immer mache, ziehe ich auch immer ein paar, ja, Orakelkarten.
Und ich habe mir hier wieder hergerichtet von der Brandon Base The Journey Karten. Da gibt es auch ein Buch, das kommt eigentlich so, das verwenden auch viele eben, die mit so Dualseelen und so arbeiten. Und da gibt es auch immer hier Themen, die angesprochen werden. Und ich finde, das passt jetzt gerade so gut auch daher mit dem vielleicht Beziehungsthema bei dir. Und da will ich jetzt auch eine ziehen. Okay, jetzt fallen alle davon. Moment. So, nochmal. So, nochmal gemischt. Und jetzt, ja, ich ziehe sie hier für euch live vor der Kamera. Oh, okay. Die Karte habe ich gezogen. Ich lese es euch vor. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Dharma. Richtiges Handeln. In jedem Augenblick lebt die Einladung, still zu sein und auf die Wahrheit zu lauschen und das Dharma zu entdecken. Die richtige Handlungsweise, die diesem Moment entspricht. Dein eigenes Herz lügt nie. Lenke dein Bewusstsein auf deinen Körper. Atme in dein Herz. Stelle die Frage, was ist die richtige Handlung für diesen Moment? Die Antwort kann wortlos sein und sich wie ein simpler Impuls bemerkbar machen oder kann als einfache Instruktion wahrgenommen werden. Folge deiner tiefsten Wahrheit. Das Dharma ist keine Liste festgesetzter Regeln, sondern ein tiefes inneres Hören auf die richtige Aktion, die im gegenwärtigen Moment erforderlich ist. Sei bereit, für die Wahrheit einzustehen. Dies ist dein höchstes Dharma. Ja, das passt ja auch ganz gut daher, ja. Also richtig zu entscheiden. Und das, die richtigen Entscheidungen sind immer ganz tief drinnen, ja. Im Unterbewusstsein oder in deiner Intuition. Und wenn du dich reingehst und vielleicht dich nicht entscheiden kannst, ja, zwischen zwei Männern und deswegen lieber Single bleibst, ja, vielleicht kommt dann für dich der richtige Impuls, ne? Vielleicht meditieren, ja. Also zu dir finden, auf dich hören wieder mehr, ne? Ja, und dann habe ich noch das magische Feenorakel heute ausgesucht. Für eine Karte noch. Und da schauen wir noch mal. Auch hier ziehe ich das wieder live vor der Kamera. Eine Feenkarte. Oh, okay, schau mal. Hier haben wir die Sommerkarte. Sommer, alles worum du bittest, fließt dir im Sommer zu. Ja, das ist ja nicht mehr so weit. Ich meine, eigentlich haben wir fast gerade wieder Winter, weil es überall schneit und eiskalt ist. Ich war gestern unterwegs und bin abgefroren, trotz dicker Winterjacke, weil ich mir denke, es ist Mitte März, ja. Aber ja, das geht ja dann oft sehr, sehr schnell. Also wir hoffen das Beste, dass es jetzt wirklich bald warm und schön wird. So, und jetzt schaue ich mal, was da noch im Büchlein steht, weil da doch nicht so viel steht. Moment. Du hast diese Karte gezogen, weil du dich fragst, wann sich deine Wünsche manifestieren werden. Diese Karte versichert dir, dass deine Wünsche erhört worden sind und dass das Timing des Himmels dir den Weg bereitet, dass die Antworten auf dein Gebet zur perfekten Zeit kommen. In diesem Fall wirst du deine Träume im Sommer ganz realisieren können. Zusätzliche Bedeutung der Karte, du ziehst in eine wärmere Gegend um, ich habe gerade vom Winter geredet, geh nach draußen und verbringe Zeit in der Sonne, mach einen Urlaub, besonders an einem schönen, warmen Ort, reise an ein sonniges Urlaubsziel. Ja, jetzt werden vielleicht einige sagen, haha, kann ich mir nicht leisten, ne? Das kann man auch in Gedanken machen, ja, also man kann sich auch in Gedanken schön warm machen und die Sonne und den Sommer herbeiholen. Ja, und dann habe ich noch die Lichte Kraft der Engel von der Jane Ruland und Petra Arndt. Ja, schauen wir mal. Da ziehe ich euch auch noch einen Engel für die nächsten zwei Wochen. Wer begleitet euch? Wer unterstützt euch? Ich habe hier wieder die Karten und ich schaue mal, welche Karte zu uns will. Oh, das passt zu der ersten Karte. Aloha van Dad. Ich zeig's euch mal. Und zwar hier steht das Unsichtbare, das Nichts, die Leere. Im Nichts entsteht alles. Konzentriere dich auf die Lücke zwischen deinen Atemzügen.
den Raum zwischen den Atomen und erkenne die Stille und den Raum des Geistes. Das passt doch wirklich wunderbar zu der ersten Karte. Also es geht hier wirklich bei dir um nochmal still werden, Raum lassen, ja, zwischen den Atemzügen. Also dieses Meditieren, dieses berühmte, ich kann es ja auch nicht so gut, ja. Ich weiß, viele sagen mir immer, ich kann es auch nicht, ja. Es gibt einen kleinen Trick, ja, wenn man so ganz kurz mal in diese Stille und in dieses Nichts eintauchen will, dann sagt man zum Beispiel jetzt, man kann es auch anders machen, ja, 2 und rot. Dann hat das Gehirn momentan ja Funkstille, weil es darauf keine wirkliche Antwort gibt, ja. Und das ist diese berühmte Lücke, ja, zwischen den Gedanken, diese Leere, dieses Nichts. Also ihr könnt das ausprobieren und man kann es dann auch ausdehnen, ja. Einfach sich Zeit nehmen und immer wieder ein paar Minuten, ja, also so diese Frage stellen und dann probiert es nochmal. Und wenn man es nochmal ganz kurz, ein paar Sekunden spürt, diese Leere, diese Stille, und hier können die Dinge wirklich entstehen, ja. Das, was wir ewig denken, und ich kenne das von mir, ich bin auch so ein Kreisdenker, ja. Also ich zerdenke alles, ja. Ich muss mich auch immer wieder dazu erziehen, dass ich auch mal ruhig werden und nicht denke. Da ist das wirklich eine fantastische Übung, die man sich immer wieder, auch wenn es nur 5 Minuten ist, ja, im Bett, vor dem Einschlafen oder in der Früh, nach dem Aufwachen, ja, oder unter der Dusche oder was auch immer, ja. Sag dir einfach das, ja, frag dich, 3 und grün, ja, momentan so, ja. Dann kommt man so in dieses, ja, in dieses Funkloch Gedanken. Und das tut gut, ja. Also, eben, vielleicht musst du jetzt eine Entscheidung treffen in der Liebe, ja. Vielleicht, ja, willst du es endlich entscheiden. Da kann ich dir nur empfehlen, ja, versuch in die Stille zu kommen, in die Ruhe zu kommen. Und bei dir zu sein, ja. Und nicht aus dem Kopf heraus zu entscheiden. Aber deine Wünsche gehen in Erfüllung im Sommer. Ja? Also wahrscheinlich wünscht dir schon länger einen Partner. Oder eben hast du die Auswahl zwischen mehreren. Ja. Dann lass mal dein, ja, höheres Selbst sozusagen entscheiden. Ja? Also deine Führung, deine Intuition. Und nicht deine Gedanken. Na gut, dann ja, mit diesen Worten will ich mich jetzt von dir verabschieden. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich über Feedbacks natürlich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr ja bei meinen nächsten Videos wieder mit dabei seid. Dann schicke ich euch ganz, ganz liebe Grüße und sage bis bald. Tschüss!